I'm Island Boy. Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Straßenvideo von mir. Heute euer Island Boy, euer Palmenkopf ist am Start. Wir drehen heute ein neues Straßenvideo, ja, live aus Köln. Wir werden schauen, was wir heute machen. Keine Ahnung, irgendwelche Fragen aus Freestyle. Ich weiß nicht, vielleicht hat der liebe Herr hier ein paar Fragen für uns aus dem Kasten hier. Ich würde sagen, wir arbeiten einfach Freestyle wie in einem Rap-Battle. Einfach aus dem Nähkästchen rausgebrochen. Das würde ich einfach nur sagen. Island Boy. Let's go, viel Spaß. Was glaubt ihr, wie groß ist sie neben mir? Genau. 1,33. Komm, der Baby. Nur für den Vibe. Ja. Einfach so stehen bleiben. Ja. Yeah. Okay, erstmal hi. Du bist der? Jospen. Shaky. Juno 14. Juno 14. Juno 14? Ja. Sergio. Junge Dame, wie sind die? Serena. Landsfrau? Italienerin. Italienerin, ah. Sehr gut. Wie läuft es bei euch in der Liebe, Beziehung, Frau? Scheiße? Ja. Liebe ist scheiße. Liebe ist scheiße. Warum scheiße? Katastrophe. Katastrophe? Ja. Guck mal, ne? Wir sind hier, die guck uns alle. Also, gut angezogen, ja. Aber leider keine Frauen. Keine Frauen? Ja. Er hat keine Freunde, aber wir haben schon. Ihr beide habt Freundin. Ja, aber ist scheiße. Kopfschmissen, Digga. Frauen ist Kopfschmissen. Serena, ich habe eine Frage. Italienerin. Ja. Das heißt, sehr, sehr viel Temperament. Ja. Ja? Ja. 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 Ja oder schon ein großes Ja? Ja. Ja. Okay, großes Temperament. Single vergeben? Single. Single? Ja. Woran liegt das? Zu viel Temperament? Ja. Ja, okay. Ja. Warum Kopfschmerzen? Ja, du musst sagen, wo du willst, was machst du heute und ich kann nicht mehr. Zu viel? Ja, das kotzt mich an. Wie lange bist du schon zusammen? Ein Jahr, halb so. Ein Jahr, eineinhalb Jahr und du? Ja. Ein Jahr. Ein Jahr, okay. Ist es daran gescheitert in der letzten Beziehung? Ich habe keine Beziehung. Ah, noch nie? Noch nie. Woran hat sie gelegen? Ist nie dazu gekommen. Dann frage ich dich mal, du als Frau, du kannst im Allgemeinen sprechen oder auch nur für dich, was für Ansprüche haben denn die Frauen? Eher gesagt, du. Wer hat denn die Hosen an in der Beziehung? Ich natürlich. Du natürlich? Ja. Warum? Also, ich bin der Mann. Ich habe nicht so große Ansprüche. Das ist einfach Aufmerksamkeit. Weißt du, wie ich meine? Derjenige, der in die erste Beziehung mit dir eingehen wird, wie schafft er es? Mit welchen Ansprüchen? Welche Anforderungen muss er erfüllen? Eieiei, das ist schwierig. Wer bei euch die Hosen an? Ich natürlich. Natürlich. Ja, klar. Entscheidet alles der Mann bei euch? Ja, nicht immer. Also du musst immer deine Freundin, deine Meinung auch nehmen, aber auf jeden Fall, ich bin der Mann. Ja. Aber bei dir? Ich bin nur ledig. Also keine Freundin, leider. Ich weiß nicht. Das kann man gar nicht direkt so sagen, aber ich glaube so, der muss mir schon so vom Äußeren auch gefallen, ne? Mhm. Aber der soll auch so mit... Der ist weg? Ja, der ist weg. Okay, also der soll mit mir auch so gut umgehen, ne? Ja. So viel Aufmerksamkeit schenken. Okay. Sich halt auch mit meinen ganzen Leuten verstehen. Aber wer hat denn die Hosen an, wenn du in einer Beziehung wärst? Muss den Mann, manchmal muss mit deiner Freundin reden, also die Meinung vergleichen und sowas, ja. Ja, Casanova, hä? Ja, du Playboy. Meinung vergleichen, ne? Ja, Meinung Kompromiss vergleichen. Sein. Kompromiss, ne? Genau, muss aber so sein. Wir sind schon seit 4 Jahren in Beziehung. Also 4 Jahre? Oh, ja. Alaba! Alaba, ey! Hallo! Hallo! Eifersüchtig? Ja. Das ist so eine Frage, hohes Temperament, ne? Ja. Was macht dich denn eifersüchtig? Ich sag mal, was ist, wenn jetzt... Komm mal hier hin, junge Dame. Lauf mal hier vorbei. Lauf mal hier vorbei. Nein, lauf mal bis hier hin, man sieht dich nicht. Du läufst jetzt, du läufst jetzt. Guck mich mal an und ich guck dich kurz an. Lauf weiter. So, und wir haben uns kurz in die Augen geschaut. Was passiert jetzt? Also wenn ich ein Freund wäre. Eine Frage. Nein. Wer hat die Hosen bei euch an? Ich sag nichts dafür, Digga. Wer hat die Hosen an? Ich sag gar nichts dafür. Du musst nichts kaputt machen. Also, nee, ich will nur wissen. Wer hat die Hosen dafür? Ohne Spaß. Ich sag nichts dafür. Sag den, ich hab mich umsonst 4 Jahre ausgehalten. Ne? Hast du Angst vor Frau? Nicht, du hast Angst, ne? Nein, aber ich sag nichts davon. Hat sie die Hosen an? Nein. Ich sag sowas nicht gesagt. Ich hab sowas nicht gesagt. Ich merke, er hat Angst, okay. Aber 4 Jahre, klar. Dann kriegt man Angst mit der Zeit, ne?
Wenn ich das nicht sehe. Du siehst es. Ich sehe das. Den Augenkontakt, der geht länger als 3 Sekunden. Boah, drei den, Sekunden. Ich würde dir einen Killerblick geben. Ich schwöre auf alles, ich würde dir einen Killerblick geben. Ne? Lauf nochmal durch, wie guck, gib ihm einen. Szene nochmal von neu. Einmal durchlaufen. Und Action. Was passiert jetzt? Du musst doch jetzt einen Killerblick werfen. Was ist bei euch bei einer Frau wichtig? Worauf achtet ihr? Also, außen rein oder? Also, alles. Nur achtest der du? Charakter zählt. Nur der Charakter. So ist es. Ey, ehrlich sein, du bist schon vergeben. Du hast nichts zu verlieren. Aber du würdest schon einen Killerblick geben. Was würdest du bei mir machen? Also ich würde dir einen Killerblick geben, nicht der. Ach, Mia! Ja! Ich dachte ihr! Ja, der ist mir doch so. Aber sie hat doch geguckt. Ja, du hast auch geguckt. Also ist der Mann schuld. Ja. Also, okay. Man weiß nicht, jetzt hat vielleicht keinen Freund. Ist immer der Mann schuld. Ja, aber sie sieht doch, dass ich mit dir bin. Dann darfst du mich doch gar nicht angucken. Ja, doch. Sie darf nicht angucken. Ah, ich darf aber nicht gucken. Ja, du darfst nicht gucken. Ach so. Okay. Ja, auf jeden Fall. Große Po, weißt du? Ein bisschen vorne. Auf jeden Fall. Also, große Arsch und so, aber ja. Du musst gut aussehen und so. Also, ich bin auch so gut angezogen, weißt du? Also, sie muss auch so genau wie ich mal so aussehen. Genau, also, ist Aussehen wichtiger? Ja. Also, sonst wie dein Kind so. So schlimm aussehen. So. Also, er ist ehrlich. Guck mal, sie muss richtig gut aussehen. Also. Stopp, guck mal, bei einer Sache gebe ich ihm recht. Womit gibst du als Vater oder Mutter an mit deinen Kindern? Wie schön die aussehen, ne? Oder nicht? Oder nicht? Ja. Also, da hat er. Ja, das sicher. Kommt von Gott, aber du musst schon selber also ein bisschen. Der lebt nicht an, bei dem muss 100% Garantie. Ja, also du musst richtig aussehen, sonst geht nicht. Ja, also. Switch ich rüber auf die Frage, wer hat denn in der Beziehung die Hosen an? Beide. Mal so, finde ich. Kommt immer drauf an. Also der Mann ein bisschen mehr, aber das Mädchen hat auch so nichts zu sagen, weißt du? Seid ihr eifersüchtig? Ich schon, ja. Wie sehr? Darf sie feiern? 80%. 80%? Darf sie feiern? Nein. So feiern wie? Also feiern Disco? Allein oder so, oder? Allein oder hast du es Mit Mädels? Nee, mit nee, das geht nicht. In Deutschland, also. Scheiße. Die machen Scheiße in Disco. Alter, ich hab schon... Stell dir mal vor, du hast einen Freund. Ein gut aussehenden 10 von 10. Fame, Millionen von Abonnenten, TikTok. Ja, ne, stell einfach vor mich. So. Ich hab nur Spaß gemacht. Ich hab nur Spaß gemacht. Dein Freund steht in der Öffentlichkeit. Ja. Er wird Fame oder ist schon Fame, hat Millionen Abonnenten, Frauen kennen den, wollen Bilder machen. Wie gehst du damit um? Wäre das ein Problem für dich? Ja. Ja? Ja. Warum? Also ich glaube, ich würde damit nicht klarkommen. Er macht nichts. Er macht nur Bilder, er redet mit den Fantreffen. Hey, so, weißt du? Aber ich würde ja wissen, dass andere Weiber den geil finden. Aus Berlin seid ihr? Ja, aus Berlin. Was cooler, Berlin oder Köln? Nicht Berlin, wir kommen aus Benin, also unser Heimatland. Ach, Benin. Ja, Solingen. Also neben mir, Langenfeld. Ja, genau. Krass, ey, krass. Stabile Jigos halt auch Solingen. Ja, also der ist der Beste. Ja, ja. Ja, also du musst dich fragen, also wie kannst du den kosten? Was? Wie viel hat das gekostet? Gar nichts, ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts, ist ja gar nichts. Sag, ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Nur ein Bier getrunken. Weißt du, wäre das für dich ein Problem? Ich glaube schon. Also wenn ich weiß, so, ich bin so die Einzige, aber ich würde es trotzdem stören. Meine Damen und Herren, und deswegen ist meine letzte Mission gescheitert. Genau wegen sowas. Da kann ich... Da kann ich ihr nur recht geben. Weißt du warum? Es ist schwierig. Ist auch. Weil wenn meine Freundin, wenn ich jetzt nichts machen würde und meine Freundin in der Öffentlichkeit stehen würde, würde ich genauso sagen, boah, Jungs gehen dahin, ey, Fame, die wird eingeladen, voll viele Leute, so, das. Versteht man. Jungs, hat mich gefreut. Wollt ihr noch irgendwas sagen, jemanden grüßen? Ich grüße meine Ex. Sie ist ein Arschloch, ein Wichser. Siehst du? Siehst du, hä? Also, guck genau. Jo, das war's mit dem Video, ja. Wir beenden das Video hier frühzeitig, bevor uns hier ein großer Tornado erwartet, ja, ein Gewitter. Wir wissen es nicht. Wir haben heute Mittwoch, mitten in der Woche. War jetzt nicht so viel los,
Aber ja, ich hoffe dennoch, das Video konnte euch unterhalten und hat euch gefallen. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein dickes, fettes Daumen hoch da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Wir sehen uns, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Also mach's gut. Ciao, ciao.